Howdy ho, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Jetzt packt das Handy weg, ich bin gerade in der Anmoderation. Ich bin Säuer Nutoka aufs Brot und wir spielen hier. Butters, halt die Klappe. Wir spielen hier South Park Stick of Truth und sind gerade hier in Butters Haus. Und gucken mal, was wir hier so finden. Butters Mom. Oha. Ja, jetzt haben wir... Upsalalala. Also was die gucken, hört man ja wohl. Jetzt haben wir nämlich 7 Freunde schon. Oh, hier. Clyde ist anscheinend ein bisschen pissig. Fick dich, Neuer. Alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen, das schwöre ich. Der scheint ein bisschen stinkig zu sein. Und dadurch, dass wir jetzt 7 Freunde haben, können wir uns einen Vorteil hier aussuchen. Was nehmen wir denn? Also. Ja, gut, dass ich die unteren gar nicht richtig sehe. Was haben wir da? Bewirkt mehr Schaden bei betäubten Zielen. Meine Angriffe mit Nahkampfwaffen fügen zusätzlichen Schaden zu. Maximale MP erhöhen sich. Wiederbelebungstränke bringen volle Gesundheit. Bewirkt zusätzlichen Schaden bei Feinden, die angewidert sind. Nein. 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 Den erhalten eine Runde weniger als normal. Maximale Gesundheit erhöhen. Nein. Dein Angriff fügt größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist. Nein, bewirkt sich den Schaden bei Feinden, die bluten. Bei Brennenden. Distanzwaffen. Bei wütenden Gegnern. Viel Schaden, wenn du... Ja, machen wir mal das. Jawohl. Schütze meine Eier. Okay, dann geht's weiter. Die Kacke, die gepinkelt hat... Ah, this must be the new kid. We're playing, Dad. Good for you. Hallo, Papa. You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Ja, Butters, natürlich. I hope you're teaching this new kid how to be popular. I sure am, Dad. Oh, was ist das? Ein Zahnrad. Löffel, Gabel, Charmhaar. Okay, leckere Besteckschublade haben wir hier. Gehen wir mal in die Küche gucken. Gibt's da irgendwas zum... Oh, die Kaffeemaschine können wir abballern. Und den Kaffeepott. Aber das war's auch. Verdorbener Clamato-Saft, was auch immer das ist. Klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Ups. Was haben wir da? Nix. Da können wir noch abschießen und eine Keramikscherbe bekommen. Und dann gehen wir mal hoch. In Butters Zimmer wahrscheinlich und wie immer mal wieder das Elternschlafzimmer. Welcome to my room. Gut, dann holen wir hier mal alles mit. Ein hawaiianischer Ausweis. Rosinenmädchenbild. Bap. Schade, wir können die Hamster nicht abschießen. Aber dafür das. Yeah. I like boobs. Kommt noch was Neues? Nee. Naja. Und hier ist auch sein verbaler Erguss. Dann haben wir noch ein Shin-Pokémon. Affi, ein sehr kreativer Name. Ja, dann können wir eigentlich nur hier in die Schublade. Schlüssel zur Chaoshöhle finden wir hier. Oh, yes. Steppschuhe haben wir da noch. Aber viel wichtiger. Ja, Inventar. Und wir... Nein, das ist gar nicht. Wir haben natürlich das Eierkinn. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh Mann, du siehst schon jetzt so fettig aus. Okay, weiter im Text. Ja, hier können wir noch reingucken. Und ja, da haben wir genau wieder das gleiche wie beim Cartman. Wir haben hier die verschiedenen Sachen von Butters.
Zum Beispiel sein Dr. Chaos-Kostüm. Die anderen Sachen hier kommen mir gar nicht so extrem bekannt vor. Noch eine Cartman-Figur hat er da irgendwie rechts stehen. Aber wie auch beim Cartman, wenn euch hier irgendwas einfällt von dem, was, ja, keine Ahnung, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Bin mal gespannt, wie viele Sachen wir hier zusammenbekommen. Okay. Das können wir wieder abballern. Das nicht, das nicht. Oh, wie süß. Und noch ein Glühbirnchen. So, das müsste das Elternschlafzimmer sein. Da haben wir Stotts Garagenschlüssel. Sehr schön. Also können wir natürlich jetzt auch in die Garage. Das ist gut. Eine Okama Games, wir haben die Eltern im Schlafzimmer. Okay. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich wieder das Badezimmer, genau. Seife am Seil, damit sie nicht runterfällt. Zwinker, zwinker. Und das Handtuch nicht vergessen. Ja, dann seilen wir mal nochmal schön einen ab. Yeah, unser dritter Klumpen Scheiße, sehr geil. Ja, die Eier muss man auch waschen. Oh, da ist noch, nochmal rein. Hab ich noch einen Schrank nicht untersucht. Rosa Farbe unter ein rostiges Rohr. Los, Pups, Pups, Pups. Yes. Dann können wir nämlich jetzt auch direktamente in Butters Garage rein. Stotts Garagenschlüssel. Ja, so heißen die ja mit Nachnamen. Da haben wir ein Pony. Was haben wir hier noch? Oh, Druidenhandschuhe, die uns leider noch nichts bringen. Und außerdem noch das Actionbike. Peng. Das war Cartmans Haus. Da waren wir schon drin. Können wir mittlerweile auch in die Garage? Ah ja, wir haben den Schlüssel. Ups, falsche Taste. Was haben wir da? Graue Farbe und ein Zaubererbart. Der ist aber blöd. Hier haben wir noch einen. Wahrscheinlich auch irgendein Easter Egg, was da passiert, wenn, wenn wir alle finden. Alter. Verpisst euch. Douchebag, we aren't really being good teammates here. Can we get back to the quest? Okay, da kommen wir anscheinend nicht durch, aber wo müssen wir denn dann durch? Ich habe irgendwie nirgends einen Weg gesehen. Ah, okay. Hier können wir jetzt durch, ja. Gut, und da ist auch schon der zweite Schnellreisepunkt. Timmy, da ist er schon. Ich höre ihn schon anreiten, kommen. Timmy! Dein Channel wird durch den gelben Pfeil angezeigt. Die Ausrufezeichen zeigen Questziele an. Bewege den Zeiger darüber, um die Standorte zu sehen und welche Quest dich dort hinschickt. Die, ja. Voll, Timmy. Timmy! So. Tschum. Tschum, 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 tschum. Oh, oh. Ein Kampf. These lands hold many dangers, new kid. Yeah, you moved to the wrong realm.
Nice hair, Douchebag. Okay, wir werden direkt. Ah, ne, der bufft sich nur. Ah, greift aber auch an. Und ich drehe dem in die Eier. Sehr schön. Der erhöht seine Rüstung und. Scheiße, da haben wir nicht getroffen. Oh jo, chill mal. Ist doch fast nichts passiert. Heilende Berührung, ja, dann mach halt. Ja, genau so. Ist der Begleiter dran, so kann er einen Gegenstand oder seine Schnellaktion verwenden und dann angreifen. Wenn er angreift, endet die Runde für ihn. Verändert zuerst einen Gegenstand oder seine Schnellaktion. Ja, dann hauen wir doch mal mit Butters Hammer da drauf. Wow, der hat aber Kasala. Ah, Mist. Jupp, ich werde noch zwei Runden lang bluten. Das sieht ja schön an diesem Bluttropfen mit der 2 drunter. Okay, dann untersuchen wir uns mal. Schädigt am Ende jeder Ecke? Kann bis zu 5-mal. Schwach gegen Frost, schwach gegen Feuer. Gezackte Pfeile. Okay. Ah, dann nehmen wir halt davon was. Yummy. Make sure you always carry a few potions. Just don't get grounded for raiding the apothecary's pantry like I do. So, können wir jetzt mal nochmal angreifen. Dann hauen wir wohl den Priester. Wäre eigentlich wichtiger. Jo. Sehr schön, der Priester ist down. Hey, warum kann ich nicht angreifen? Schwein. Gucken wir uns doch mal Butters Fähigkeit an. Hammer der Stürme trifft alle Feinde, die nebeneinander stehen, mit einem massiven Schockschaden. Und Hammer der Gerechtigkeit, Butters schwingt seinen Hammer gegen einen nahen Gegner, der angepisst wird. Ja, machen wir doch mal das. Ach verdammt, das geht jetzt gar nicht mehr. Dann greif halt normal an. Beziehungsweise stopp. Heilende Berührung sollten wir vorher noch machen. You're not waiting on me, are you? Denn das kostet uns ja keinen Zug, sondern das können wir zusätzlich machen. So, und du benutzt aber, genau, mal Juden-Jitsu. Setze eine geheime Judenkampfkunst ein, um dein Ziel mit einem betäubenden Schlag zu treffen. Okay. Er ist betäubt. Oh, Butters ist auch am Bluten. Soll er irgendwas machen? Wir haben nichts mehr in petto. Dann bringst du den jetzt um. Was? Der hat sogar noch 2. Gibt's noch nicht. Halbswöllchen. Ja, dann gib das mal dem. Sonst geht er uns gleich noch hier down. Dann schießen wir. Stop sticking around. Ja, eigentlich ist ein verschwendeter Zug, den anzugreifen, aber. Muss ja irgendwie weg. So, jetzt kannst du dich rächen, Butters. Sehr schön. Oh, dann gucken wir uns mal hier das Loot an. Okay, ziemlich viel Quatsch dabei, aber ein paar anständige Tränke waren auch noch dabei. Passiert nichts.
Joa, wohin gehen wir denn? Oh, hallo. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Ach, Bitch, dann wird der Vogel halt gekillt. So, dann werfen wir mal. Können wir den Busch auch noch wegmachen? Jawohl. Werfen wir mal einen Blick auf die Kika-Karte. Und schauen mal, wo wir hin müssen. Also, hier wohnt Craig. Okay, könnten wir theoretisch eigentlich ja einfach nach links weitergehen? Wo wohnen die anderen? Oh, hier ist schon mal niemand mehr. Da oben haben wir Token. Und hier haben wir Tweak. Okay, ja, dann gehen wir erstmal nach links weiter. Und schauen mal, was wir hier so finden. Auf jeden Fall mal eine Mülltonne. Da kommen wir noch nicht rein. Wow. Da kommen wir auch noch nicht rein. Da ebenfalls nicht. Oh, eine Rolle. Was haben wir hier? Irgendeine Garage, die aber auf jeden Fall mal auf ist. Ah, jetzt kommen wir dran, oder? Ja. Heiltrank, Wasserballon, eine Mönchstonsur und noch ein verrücktes Actionrad. Und sonst haben wir hier leider nichts. Naja, weiter geht's. Da können wir auch rein, aber zuerst mal mit dem Mädel reden. Okay. Eine Nachricht von Kelly Gardner, dann schauen wir noch mal rein. Ja, neuen Freund. Da das ist Deutsch einfacher als reden, naja, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es zwischen dir und mir eine echte Verbindung gibt. Ja, nee, ist klar. Ja. Verdammt, jetzt kommen wir nicht mehr rein. What the fuck? Betsy, oh, schön. Wieder ein schönes Scheißhaus-Game. If it's precious, it means you get a free wish. Yeah. Und da können wir drauf schießen. Zack, dann kommt nämlich die Leiter runter. Und wir können hier oben vielleicht noch etwas finden. Oh, wer bist du denn? Are you new? Hey, that means you don't know anything about me, huh? Ja. Don't believe everything you read on Facebook, okay? Don't, okay. Don't believe everything you read on Facebook, okay? Okay. Oh, schön machst du das. Hallo. So, redst du jetzt mit mir? Hallo. Sag mal. Red mit mir. Pimmel. Dann gehe ich halt... Oh, verdammt, da ist abgesperrt. Dann gehe ich doch nicht da rein. Aber warum redest du nicht mit mir? Eingebildetes Schwein. Zeng, noch ein paar Geflügelknochen. Was haben wir hier? Ein Ball, den wir kaputt machen können. Und das war's. Da können wir auch reingucken. Well, he can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. We better get to the other guys first. War klar, Craig hat natürlich wieder seiner Lehrerin Stinkfinger gezeigt, muss nachsitzen. Same procedure as every time. So, wir durchsuchen hier mal noch schnell alles. Ist das auch ein Shin-Pokémon? Nee, schade. Oh, den Besen können wir abschießen. Und die Mülltonne. Aber da passiert nichts. Oh, ein Schnellreisepunkt. Viertel? Was haben wir hier noch? Vergiss nicht, ein Handtuch mitzubringen. Ganz wichtig. Wessen Haus ist das? Die Kacke, die gepinkelt hat. Baseballkarte, Geld. Peng. Geld. Einkäufe. Oh, das geht nicht. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Ah, okay. Stärke dran, Gabel. Da haben wir noch einen kaputten Schwertgriff. Okay. So, zack. Yay! Und ab geht's!
Wie heißt denn der Typ hier? Wie heißt denn der Typ hier? Oh, das sieht aber aus, als wäre irgendwas Wertvolles drin. Nee, doch nicht. So, ich mache mal hier das Haus fertig und dann mache ich auch mal einen Cut. Ich denke mal, da haben wir einen ganz guten Abschluss. Von dem bekomme ich einen Quest. Vielleicht sollte ich das lieber an den Anfang der nächsten Folge stellen. Genau, können wir hier noch schön einen abseilen. Das ist doch ein herrlicher Abschluss für die Folge hier. So. Das und das. Sonst haben wir hier nichts mehr. So, dann gehen wir jetzt schön hier noch einmal groß. Holen die Kacke direkt noch mit. Und verlassen das Bad noch. So, hier geht's das nächste Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen hoch da. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einfach was in die Kommentare schreibt. Oder, ja, ihr wisst schon. Ne? In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüssi.